Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, vor 5 Jahren wurde die Josef Staudinger Bildungsakademie des BFI Niederösterreich in Wiener Neustadt feierlich eröffnet. Und nun wird bereits zum zweiten Mal ausgebaut und das ist auch nötig, denn das BFI wächst und wächst. Am 29. Juni wurde der Spatenstich gesetzt zur mittlerweile zweiten Erweiterung der Josef Staudinger Bildungsakademie des BFI Niederösterreich. Und nun wurde bereits zur gleichen Feier geladen. Im Sommer 2018 soll der Bau fertig sein. Dann wird es hier 520 topmoderne Schulungsplätze und 25 lernfreundliche Seminarräume geben. Die Josef Staudinger Bildungsakademie wird quasi verdoppelt. Jetzt haben wir in Summe 14 Millionen Euro hier am Standort investiert. Jeder Euro ist selbstfinanziert, das heißt, wir haben keinerlei Förderungen in Anspruch genommen. Und das ist Geld, das letztendlich wieder den Kundinnen und Kunden zugutekommt, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die sich hier weiterbilden wollen, mit uns, dem BFI. Wir werden nach Eröffnung dieser Baustufe täglich in Wiener Neustadt rund 1000 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer schulen können in der Erwachsenenbildung. Noch mehr Bildung, Freude inklusive auf noch größeren Flächen, noch größere Erholungszonen. Also alles, was wir schon seit einigen Jahren erfolgreich praktizieren, wird es in Zukunft in noch größerer Form noch mehr davon geben. Und das bereits, so der Plan, ab Herbst 2018. Denn im Sommer soll das Gebäude bereits fertiggestellt sein. Dank der großartigen Leistung der Mitarbeiter der POR Bau GmbH. Die Errichtung eines derartig topmodernen Schulungsgebäudes für das BFI Niederösterreich bedeutet für uns natürlich auch die Erreichung entsprechender hoher Qualitätsstandards in allen Bereichen für dieses Projekt und das auch in einer sehr knappen Bauzeit. Wir haben jetzt binnen 3 Monaten den ersten Schritt hierfür gesetzt, haben die Rohbauarbeiten fertiggestellt und in der Ausbauphase sind wir jetzt guter Dinge, dass das in der gleichen guten Tonart weitergeht, wie es nunmehr der Fall war. 16.200 Teilnehmer absolvieren rund 3.000 Kurse pro Jahr beim BFI Niederösterreich. Von der Berufsreifeprüfung über Facharbeiterinnen-Intensivausbildung bis hin zu diversen Jugendprojekten. Also das Wichtigste ist heutzutage Qualifikation. Und jeder Abschluss, sage ich immer, ist der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Und wenn wir das schaffen, den Kolleginnen und Kollegen zusätzlich Qualifikation zu geben, die Ängste zu nehmen, weil sehr viel in Diskussion ist, Industrie 4.0, bin ich dabei, schaffe ich das eigentlich? Da ist das Angebot des BFI Niederösterreich ganz, ganz vorne. Wenn wir heute hören, dass an diesem Standort über 500 Ausbildungsplätze für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entstehen, dann heißt das, das sind über 500 Chancen für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und das sind aber auch über 500 Chancen für die Wirtschaft. Die Josef Staudinger Bildungsakademie des BFI Niederösterreich wird also bereits zum zweiten Mal ausgebaut. Und dass die steigende Anzahl der Kursteilnehmer auch äußerst zufrieden ist, belegt eine Umfrage bezüglich Kundenzufriedenheit. Denn da gab es nämlich die Bestnote von 1,2.